Und ein herzliches Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Ich bin von mir, Gameplays als Hobby, und hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, wie es hier weitergeht. Beziehungsweise darauf, wie es hier weitergeht, und wir machen auch direkt weiter. Wir sollen irgendwie ein Amulett von einem lieben netten Manko holen, der ein Bauernretter war. Dazu sehen wir uns natürlich überall um. Ich weiß jetzt nicht, wo es weitergeht. Wir schauen mal hier entlang. Okay, hier scheint es weiterzugehen. Dann gehen wir erst noch einmal hier hin. Keine Opfergaben drin oder so? Hier geht's auch noch mal rein. Wo es hier überall lang geht. Hier haben wir Gold. Das war's. Hier gibt's generell nichts mehr zu sammeln. Okay. Nur ein klein wenig Gold, das war's hier drin. Auch ein bisschen arm. Können wir die Wand aufmachen? Nee. Na denn, schauen wir mal, was hier Sache ist. Mankos Ruhestätte. Das sieht verdächtig aus. Eigentlich habe ich noch E gedrückt, um den Haken auszuwerfen. Das hätte eigentlich funktionieren müssen. Nur leider hat es nicht funktioniert. So, da unten dürft's wohl reingehen. Können wir denn schon irgendetwas erkennen? Gibt es hier irgendwie Erz oder sowas? Da unten haben wir zumindest eine Pflanze. Ah. So, die Ausdauerpflanzen dürften ja jetzt auch schon funktionieren mit länger atmen unter Wasser. Das wäre dann, glaube ich, sehr hilfreich hier unten. Was haben wir hier? Sieht aus wie eine Totenprozession. Der Orden versteckt Manko vor dem Kult von Kukulkan. Okay. Das ist wohl ein Ordensmitglied. Die sehen schon ganz anders aus, wie sie bestattet wurden. So, was war das denn nochmal? Ich glaube F2 war das, okay. Scheiße, nein. Oh Mist.
So, was haben wir hier? Begräbnispuppen, Töpferware und Kleidung wurden den Toten beigegeben. Das hier war mehr als ein Versteck. Der Orden hat eine Krypta gebaut. Warum auch nicht? So. Das ist fast durch. Sicherheitshalber. Ich weiß von meiner Freundin aus, wie scheiße es hier wird. Das war knapp. Falls es komplett zugegangen wäre, ich weiß es nicht. Gibt es ja eigentlich jetzt auch noch ein bisschen was einzusammeln? Nö, ne? Na gut, so sehe ich immer überhaupt nichts. Hier wird, da ist noch was. Der Orden ließ Mitglieder als Wächter zurück, als er die Zisterne verschloss. So viele Knochen. Sie opferten sich, um diesen Ort zu schützen. Okay. Was war das? F2. Da dahinter sieht man nicht so wirklich, ne? Ist der Vorteil, wenn man schon alles kennt durch die Freundin. Aber es ist trotzdem sehr mies. Okay, da hinten ist nichts mehr. Dann können wir eigentlich hier raus. So, da sind wir. Hallo, Manco. Hi. Gut, wo ist das Amulett? Ist mir immer noch die Jade mit. So, mehr ist hier wohl nicht. Dann schauen wir mal rein, lieber Manko. Jetzt muss es zurück zu Uchu. Sehr schön, das Amulett des Ritters. Mehrere verflossene Stränge aus reinem Silber. Soweit ich weiß, war Manco ein einfacher Bauer. Die Kette muss nach seinem Tod angefertigt worden sein, um ihn mit dieser Opfergabe zu ehren. Schöne Kette. Ich höre schon wieder was glitzern, ey. Gibt's da nicht. Gibt's eine Nebenaufgabe? Ah, das sind wahrscheinlich die Dinger. Okay. Durch diese Wand dringt Licht. Vermutlich noch ein abgeriegelter Gang. Zum Glück ein poröser Gang. Sonst könnte man ja nicht mehr raus. Ah ja, da geht's wohl hoch. Da geht's auch runter, aber das sollte man lieber lassen. Sehr schön. So, damit hätten wir jetzt auch das Amulett des Bauernretters. So, das wäre zu tief gewesen zum Runterspringen, da wäre ich platt gewesen. Hätten wir alles nochmal von vorne machen können.
Dafür habe ich nicht genug Platz. Hui. Und damit geht's wieder zurück. In die verborgene Stadt. Wobei, so verborgen ist die ja für mich nicht mehr. Okay. Wo geht's denn hier hin? Das ist, glaube ich, nicht der offizielle Weg zurück, oder? Oder für was war das? Keine Ahnung. Okay. Wunderbar. Nein. Okay. Sehr schön. So, weißt du was? Ich habe jetzt keinen Bock zu laufen. Hier machen wir eine Schnellreise direkt vor ihm. So. Keine Lust, den ganzen weiten Weg da jetzt rumzulatschen. Vor allem, weil halt eben das Lager direkt vor seinen Füßen ist. So kann ich wenigstens direkt bei ihm ankommen, statt den ganzen Weg zu laufen. Das bisschen Laden, das kann man dann ruhig mal in Kauf nehmen. Wie warm ist eigentlich mein PC? Ja, gar nicht mal so warm, aber angenehm auf jeden Fall. So, da bin ich. Ah, Lara. Kenti ist gerade zurückgekommen. Angeschlagen, aber lebendig. Ah. Freut mich, dass es dir auch gut geht. Die Zisterne ist eine Herausforderung. Schön, dass Quenti es geschafft hat. Aber leider ohne das Amulett des Retters. Ach so. Meinst du dieses Amulett des Retters? Was? Du hast es gefunden? Das ist unglaublich. Hier. Ich kann dir nicht genug danken. Wenn Shan mit dem Meisterbogen zurückkehrt, werdet ihr alle geehrt. Du wirst uns doch die Ehre erweisen. Ich komme. Herz und Verstand. Mission abgeschlossen, Amulett des Retters. Juhu. Fähigkeitspunkt verfügbar. Jetzt haben wir 3. Jetzt können wir doch wieder was erhöhen. Reden die beiden nochmal? Nee, okay. Also dann, was nehmen wir? Ich weiß es nicht. halten Sie beim Schwimmen länger die Luft an. Das gilt wahrscheinlich, genau, nur bei den, ab dem hier. Herz des Jaguars 2. Also von daher war es ein Stab Blödsinn, dass ich da jetzt gerade die ganzen Dinger da geschluckt habe. So, wenn man... Ja gut, machen wir das? Machen wir das nicht? Wir machen das. Wer weiß, was wir noch für Welten haben werden, wo wir lange schwimmen müssen. Eventuell. Okay. Wollen wir uns umziehen? Ich meine, jetzt geht es eigentlich zu der Hauptaufgabe. Machen wir das da und... Genau, lautlose Kills-Bonus. Dann wollen wir mal los. Wir haben noch Zeit. Oder haben wir noch was anderes zu tun? Nö, ne? Die Jade leuchtet wieder auf. Das heißt, da gibt es wieder Jade zu holen, nehme ich mal an. Okay. So, direkt hier hinter. Stimmt, ich wollte eigentlich zum Markt, aber na gut, okay. Noch ein paar Sachen verkaufen, damit ich wieder was einsammeln kann. Wobei, ich sehe hier gerade vom Weiten. Sie ist hier. Sehr schön. So, ein komplettes Ding ist Pupuni-Jägerin. Das können wir leider nicht, können wir uns nicht leisten. Aber wie wär's hier mit einem Laservisier? So, verkaufen.
Was haben wir denn hier? 18 Gold. 24 hiervon. Okay, da haben wir noch einiges am Platz frei. Hiervon könnten wir vielleicht ein bisschen was verkaufen. So, was weiß ich, machen wir mal so 10 Stück. Käfer haben wir noch 10 Platz, aber die hier nicht. Einfach mal 3 Stück verkaufen. Okay. Dankeschön, bis denn. Jonah, die Mine muss hier irgendwo sein. Uchu sagt, sie liegt am Fuß des Berges. Er hat einen Rebellen geschickt, um sie zu öffnen. Danke. Ja, scheint schon offen zu sein. Okay. Na denn. Endlich da. Die innere Kammer finden. Komisch, hier läuft das Wasser. Dann geht's weg, aber da kommt's nicht raus. Ah, aber dafür an der Seite. Okay. Okay, da müssen wir wohl hin. Okay. Die hämmern hier wie verrückt. Ich muss vorsichtig sein. Sind wir das nicht immer, Lara? Oh, schneller laufen können wir leider nicht. Sorry an euch. Wir wollen natürlich auch alles finden. Oh. Na, unsere Waffen. Wo ist mein Gewehr? Das Gewehr kann ich auch wieder nehmen. Okay, hier war nichts. Haben wir hier etwas? Nö, ne? Nein. Erfahrungspunkte. Oh, ich kann gar nicht zielen. Jetzt kann ich zielen. So, hier gibt es auch nichts mehr zum Einsammeln. Geht's noch rein? Nee. Okay, dann müssen wir wohl auf diese Seite. Na, hoffentlich haben die nicht recht. Ich bin drin. Honorato ist eben mit Hakan aufgebrochen. Sie ist bereit, sobald du das Tor öffnest. Neues Bass, lange Deck. Oh, cool. Verraten wir uns mal, indem wir das Feuer hier anmachen, als Lichtquelle. Man sieht mich gar nicht. Erzählst du was? Nee. Okay. Schön, dann ist jetzt hier auch erst nochmal gespeichert. Hier haben wir noch Gold. Ups, Entschuldigung. Da geht es sehr wahrscheinlich weiter. Also gehen wir hier erstmal rein. Hier haben wir immerhin Holz. Noch ein bisschen Gold.
und einen antiken Müller machen. Das speichern wir jetzt nochmal. Beziehungsweise wir sind bei 20 Minuten. Hey. Also, dann können wir doch direkt hier bleiben. Das war Shadow of the Tomb Raider. Und jetzt wird es auf jeden Fall spannend. Wir sind im Bergtempel bei den... bei den Clan? Nee. Egal, bei den Feinden. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das da jetzt wird. Das hier wird auf jeden Fall wieder ein bisschen geschossen. Es wird wieder in den nächsten Tagen ein bisschen mehr Action geben. Wenn es zur Action kommt. Ich will ja eher Schleichangriffe machen und unentdeckt bleiben. Mal schauen. Seid wieder dabei, wenn es weitergeht bei Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und auf meinem Kanal generell. Lasst doch noch bitte einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr neu seid, dann auch ein Abo. Würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Das war von Nöher Gameplays als Hobby und viel Spaß noch. Tschüss.